So denn, wohlan. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Minecraft Singleplayer Let's Play hier. Ich bin hier drüben gerade vorne im Wasser gespawnt, was nicht sonderlich angenehm war. Und wie man bedauerlicherweise sieht, bin ich mitten im Nirgendwo. Ich habe mir aber eine Bonuskiste geben lassen. Am Anfang, weil ich das auch mal ausprobieren wollte. Und hier ist sie. Mal gucken, was wir damit so anfangen können. So. Mitten im Nirgendwo. Hier können wir aber auch gar nichts machen. Das ist ein bisschen scheiße. Gucken, ob ich das hier jetzt so nehme. Vielleicht wächst da jetzt ja sogar ein Baum draus. Mal gucken. Kann ja erstmal ein bisschen entdecken gehen. Ja, gibt nicht viel zu entdecken, ne? Mitten im Nirgendwo gibt's hier noch ein bisschen Leben. Das ist jetzt gar nicht gut, dass wir hier so mitten im Nirgendwo sind. Ich glaube, ich mach gleich hier nochmal eine neue Welt. Mal sehen. Vielleicht hätte ich die Kiste auch abbauen sollen. Ah, schwimmen wir doch glatt nochmal zurück. Ach, wäre ich doch fast weggeschwommen, ohne mir das Holz mitzunehmen. Ich bin schon so ein Schnorrer. Ja. Ja, wir wollen. Ich baue dann. Also, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich euch einfach hier ein paar Dinge zurechtbaue. Dann immer. Ja, einfach. Die Welt, denke ich, dann zum Download da bereitstelle, als Link unter dem Video. Und ja. Wohlan auf viele erfolgreiche Folgen. In diesem Nirgendwo hier. Vielleicht komme ich da ja in 5 Jahren mal durchgeschwommen. Ich kann ja in der Zeit mal ein paar Tintenfische töten. Das sind aber ganz schön viele Tintenfische. Das Wasser hier ist ganz schön tief. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, gibt nicht so viel zu sehen hier. Alter, warum weißt zufällig jemand, warum die Sichtweite unter Wasser so doll eingeschränkt ist und über Wasser aber nicht? Das ist ein bisschen komisch. Na egal. Gehen wir Tintenfische töten. Ja? Wenn ich jetzt in mein Inventar gucke, bin ich tot. So viel ist schon mal klar. Aber die Tintenfische sind auch tot. Tintenfische tot machen. Aua, aua. Oh Scheiße, jetzt sind seine Drops ganz schön. Ich bin auch so schlau, ne? Also das ist ja wohl nicht zu glauben hier. Ich habe echt die Intelligenz mit Löffeln gefressen. Kann man mal sagen. Huch. So. Ich spiele ohne Texture Packs und ohne Mods. Wenn es gewünscht ist, wir werden wahrscheinlich noch ein Herobrine Let's Play machen. Wenn es gewünscht ist, werde ich Texture Packs dazu nehmen. Falls das nötig ist. Ich finde, dass für mich gehört diese, naja, mal einige werden sagen Krüppelgrafik, ich sag einfach Grafik. Für mich gehört diese Grafik einfach so zum Spielerlebnis.
dass es keine besonders aufwendige Grafik ist, sondern einfach nur das Nötigste. Ich finde, das passt sehr gut. Aber falls etwas anderes erwünscht ist, werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen. Oder ich. So, hier gibt es jetzt nicht gerade viel zu sehen. Das ist ein bisschen bitter. Alter, ich bin echt blöd wie ein Stück Scheiße, muss man schon sagen. Wobei das Stück Scheiße wahrscheinlich aus seinen Fehlern lernen würde. Was ist das denn für ein Loch? Das wüsste ich jetzt ja gerne mal. Nee, wahrscheinlich einfach nur ein Loch. Ich traue mich nicht darunter zu schwimmen. Ja, da ist Luft. Ah, das finden wir doch. Das finde ich ganz, ganz schön nett, dass sie hier mir erstmal so ein Höhlensystem gegeben haben. Höhlensysteme haben nämlich meistens auch einen Ausgang nach draußen. Das wäre jetzt ja schon sehr nice. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen frische Luft schnappen. Aber mal gucken, wie weit wir hier kommen. Erstmal können wir hier uns ein bisschen Kohle verschaffen. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist, also, was mich ein bisschen stört auch vielleicht, aber eigentlich eher wundert, ist, dass man Erfahrung dafür kriegt, dass man hier diese Kohle und ähnliches abbaut. Also, ich finde es zwar hilfreich, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Es ist wahrscheinlich einfach eine Entscheidung, damit auch Spieler, die nicht ununterbrochen Monster metzeln, hier gut durchkommen, aber ich finde es ein bisschen verwunderlich. Für die, die Minecraft nicht kennen, früher oder sonst, hat man nur Erfahrungspunkte dafür gekriegt, dass man halt Monster getötet hat. So, da vorne. Da haben wir schon unseren ersten Zombie und unseren ersten Creeper gefunden. Das ist übrigens ein Creeper. Die grünen Viecher. Ah, schade. Das können wir jetzt leider nicht abbauen. Und leider das Gold dort drüben auch nicht. Creeper mag ich gar nicht. Die Zombies sind reichlich gefährlich. Aber Creeper nicht. So viel kann ich nicht sagen. Ah, da haben wir doch glatt mal einen Creeper getötet. Nee, Zombie. Ach du Schande. Das könnte schwierig werden. Creeper lassen sogenanntes Schießpulver fallen. Oh, da fällt mir ein, ich muss das Spiel mal auf Deutsch. Ach du Scheiße. Da seht ihr mal, wie sehr ein gestandener Minecraft-Spieler so einen Creeper in den Wahnsinn treiben kann. Ich habe eine Heidenangst vor Creepern, solange ich keine Waffe und keine Rüstung habe. Und wie man gerade gesehen hat, auch begründet. Der hier sitzt zum Glück gerade im Wasser, das heißt, selbst wenn er explodiert, kann er mir nichts tun. Macht mir keinen Schaden, weil im Wasser seine Explosion komplett harmlos und überhaupt keinen Schaden und sonst was machen. Ach du liebes bisschen, ey. Ah, da sehe ich doch Licht. Das gefällt mir. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt wieder auf irgendeiner Insel bin. Sieht nicht so aus. Hoffen wir es.
Warum? Das sieht mir schwer nach Festland aus. Wenn ich denn mal nach oben komme. Scheiße, sieht es doch nicht. Das sieht mir aber nach Land aus. Zwar nicht nach viel Land, aber genug Land. Um mal ein bisschen über die Runden zu kommen hier. Da wachsen Blumen und Gräser und Bäumchen. Mit Bäumchen kann ich mir neue Sachchen bauen. Sachchen, wie ich schon rede. Ja. Wir werden uns leider keinen Unterstand bauen können. Was ich persönlich sehr bedauerlich finde. Aber auch sehr gefährlich, weil dann werde ich wieder ein paar Creepern in die Arme laufen. Ja. Keine große Insel, aber für unsere Zwecke genug, denn es gibt Bäume. Ohne Bäume wäre man in diesem Spiel ganz schön aufgeschmissen. Denn aus Bäumen kann man so gut, kann und muss man so gut wie alles bauen, machen, tun. Ich persönlich baue immer noch gerne die Blätter. Einfach um, ja, halt, weil die Blätter lassen sogenannte Setzlinge fallen und die kann man pflanzen und neue Bäume entstehen lassen. Da haben wir schon einen, den pflanzen wir auch gleich mal. Das ist eine Eiche. Interessiert. Diese Gräser, die Gräser kann man zerstören und dann lassen die Samen fallen und aus diesen Samen kann man Getreide machen. Und aus diesem Getreide kann man Brot machen oder Kuchen. Das kann man wiederum alles essen. Ja, wir werden wohl die erste Nacht hier durchmachen müssen. Wenn ich glaube, dass ich diese Aufnahme gleich schon wieder beende. Nur damit mal dein erster Eindruck entstanden ist. Und ich werde dann auf dieser Insel erstmal einen kleinen Unterstand bauen. So. Es war jetzt schon ziemlich aufregend, meiner Meinung nach. Cool. Es war jetzt schon, meiner Meinung nach, ziemlich aufregend. Ich hoffe, ihr findet das auch. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.